Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weibers Meerwasser zu einer Spezialfolge. Heute ein How to Use Panterei CD42, also sprich das Schleifgerät für Meerwasseraquarien, insbesondere Acrylaquarien hauptsächlich. Dazu möchte ich heute ein kleines bisschen was zeigen, wie es geht, wie man es macht, auf Kleinigkeiten hinweisen beim Schleifen. Ich habe im Endeffekt auch herausgefunden, warum ich noch einen Schatten habe. Schatten? Da. Ja. Nein, also sprich, da hinten einen Schatten hatte, den man allerdings von vorne nicht gesehen hat. All das gehen wir jetzt gleich mal durch. Allererstes muss man natürlich schauen, dass wir dieses Gerät bekommen, in die Finger bekommen. Möglich ist das momentan unter anderem bei der Firma New Wave, die hingeht und dieses Gerät, so wie es hier ist, im Karton verschickt mit einem Satz entsprechender Schleifpads von 500 hoch bis aktuell tatsächlich 8000. Und das neueste Schleifpad habe ich hier mit 12.000. Das bin ich gerade am Ausprobieren und wie das funktioniert, zeige ich euch gleich. Ja, dann haben wir das Gerät an sich. Das ist dieses süße Teil hier. Grundsätzlich mit einem entsprechenden Kabel dran. Ist eine ältere Version, die ich hier habe. Die neuere ist komplett in weiß. Legen wir auch mal kurz auf Seite. Grundsätzlich gilt auch für alle, die sich das Gerät leihen. Bitte geht hin und kontrolliert, dass alles da ist. Weil der Letzte, der es zurückgeschickt hat, hat ein süßes kleines Schräubchen, was hier reinkommt und diesen Schleifteller mit der Achse hier verbindet, abhanden kommen lassen. Und da mussten wir erstmal bei New Wave schauen, wo man ein entsprechendes Schräubchen herbekommt, weil ohne dieses Schräubchen funktioniert das Ganze nicht. Und vielleicht dann auch trockenlegen, wäre schön gewesen. Ja. Was haben wir noch? Wir haben den Controller, den brauchen wir. Wir haben die Stromversorgung. Und für den Einsatz in tieferen Becken haben wir hier die Möglichkeit, das Ganze zu verlängern. Mache ich nicht, weil ich das Gerät lieber in der Hand halte. Dann haben wir hier noch entsprechende Bürsten in verschiedener Variante und Härte. Eine etwas weichere, eine etwas grobere. Und was haben wir hier noch? Zwei entsprechende Aufnahmen. Und habe ich jetzt hier dabei getan, diesen kleinen süßen Imbusschlüssel. Sollte eigentlich ein Torx sein, der war auch nicht dabei. Also ja, und eine Bedienungsanleitung, die müsste, glaube ich, genau daneben liegen. Die ist wichtig, lest sie euch durch. Es gibt ein paar Kleinigkeiten zu beachten, wie zum Beispiel, wir wollen ja hier Plexiglas dementsprechend schleifen. Da gibt es gleich eine Möglichkeit, dementsprechend die Schleifmodi zu verändern. Und wir haben hier halt auch die Möglichkeit, Weißglas, Flowglas und entsprechend Rotation einzustellen. Und man sollte tatsächlich auf der entsprechenden Einstellung für das entsprechende Material draufbleiben. Warum, weshalb, wieso, kommen wir später zu. Ja. Lest euch die Bedienungsanleitung durch, das ist wichtig, weil es ist ein sehr teures Gerät. Die Kosten, um sich das hier eine Woche ausleihen zu können, inklusive Hin- und Rückversand, Label entsprechend ist dabei, Schleifpads sind auch dabei, liegt momentan bei 250 Euro. So, ich habe mich gestern Abend hier schon gütlich getan an dem an meinen 1 auf 2 Kratzern. Ich habe hinten einen etwas größeren Schatten gehabt, den habe ich rausschleifen können und habe mich danach an neue Bereiche rangegeben, die ich bearbeitet habe und rausgefunden habe, dass es einige Sachen zu beachten gibt. Und genau das will ich euch hier in diesem Video ein kleines bisschen näher bringen. Wichtig an der ganzen Sache ist, es ist ziemlich warm hier mal wieder, dass ihr die Möglichkeit habt, nach Möglichkeit auch von der Seite drauf zu schauen. Weil das war zum Beispiel der Fehler, der beim letzten Mal passiert ist. Ist geschliffen worden, man hat einen Bereich festgelegt,
Ach so, sollte man eventuell auch haben, um ich sag mal, den Bereich vernünftig festzulegen und auch mit dem Schleifpad dann anschließend in diesem Bereich zu bleiben. Ist ganz praktisch, gerade wenn man mit den gröberen arbeitet, ist es wichtig, dass der Bereich eingehalten wird, damit man auch mit den nachfolgenden Pads alles genau erreicht. Ansonsten hat man genau das, was passiert ist. Wir haben im Prinzip von vorne reingeguckt, von vorne sah alles toll aus, alles klasse. Guckt man dann aber von der Seite, und das blende ich euch auch nochmal separat ein, dann hatten wir da sowas wie eine Art Schatten. Ja Leute, schwenken wir mal um. Ich habe es mir ein kleines bisschen freier gemacht. Fangen wir erstmal mit den Vorbereitungen an. Also grundsätzlich brauchen wir erstmal das Netzteil. Das Netzteil sollte hier mit einer Steckerleiste oder mit Strom verbunden sein. Ich habe die noch ausgeschaltet. Ich stecke die zusätzlich noch ab als Sicherheit. Wir gehen dann hin und verbinden als allererstes die Stromzufuhr mit dem Controller. Da gibt es nur eine Möglichkeit. Wir haben an einer Seite Öffnung mit insgesamt 4 Polen und einmal mit insgesamt 5 Polen. So, das hier ist ein 4-poliger Stecker, nicht schwer herauszufinden und geht auch nur in einer Variante rein. Keine Gewalt bitte dabei anwenden, geht ganz einfach. So, leicht anziehen und das gleiche Spiel machen wir hier mit der Verbindung zum Gerät. Auch bitte nicht mit zu großer Gewalt, ein kleines bisschen muss es leicht gehen, definitiv, und dann sitzt das auch schon. Dann bitte darauf achten, bevor ihr das Ganze einschaltet, das Gerät auf Off schalten. So, dann können wir jetzt hingehen und den Stromstecker mit dem Netzteil verbinden. Bitte das Gerät niemals außerhalb des Wassers einschalten. Es ist dafür gedacht, tatsächlich unter Wasser zu arbeiten. So, dann haben wir jetzt hier, wenn das Ganze auf Off steht, die Möglichkeit, ich weiß nicht, ob man das sieht, wir setzen das jetzt unter Strom. Hier an der entsprechenden, am Netzteil geht die Kontrollleuchte an. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, im Off-Modus die Modi einzustellen, indem wir hier einfach dran drehen. Ihr seht, ich hoffe, man sieht das, dass man hier dementsprechend das verändern kann. 2, 3 und 3 mit einem roten. Und wir brauchen nur einen grünen, sprich für das Acryl. Mehr dürfen wir jetzt hier außerhalb, solange das Gerät noch außerhalb ist, nicht machen. Was jetzt auch noch notwendig ist, dass wir uns natürlich unseren zu schleifenden Bereich festlegen. So, jetzt sagt ihr, oh, ganz einfach, ist ja nicht immer, ist ja immer der gleiche. Ich habe jetzt hier einen Kratzer gehabt, der ging hier über die gesamte Länge. War ein kleiner Kratzer. Hatte aber das Problem, dass ich das immer wieder gesehen habe und dass sich genau in diesem Kratzer natürlich die Algen relativ schnell eingesetzt haben. Ich habe jetzt hier Kreppband. Und mit diesem Kreppband gehe ich jetzt hin und lege dementsprechend den zu schleifenden Bereich von außen fest. Tatsächlich habe ich hier einen schönen großen Kratzer, den ich jetzt gerade erst gesehen habe. Wunderbar. Den nehmen wir als erstes. Und den werde ich jetzt erstmal eingrenzen. So. Ich nehme extra Kreppband. Habe das auch gestern noch mit Florian besprochen, ob das so okay ist. So. Und lege einen etwas größeren Bereich fest. Das hat den Sinn und Zweck, dass wir halt nicht nur auf einem Punkt schleifen und im Prinzip so eine Art Linse da reinbringen. Der Bereich sollte etwas größer sein. Und damit wir auch immer wieder den richtigen Bereich treffen und darüber nicht hinausgehen, markiere ich mir den. Den habe ich tatsächlich gestern übersehen. Aber schön, ist direkt auf der Frontscheibe, kann ich gut arbeiten und ich lasse gleich von der Seite das Handy mitlaufen und dann könnt ihr von der Seite beobachten, wie im Endeffekt das Ganze hier sich gestaltet. So, Bereich ist markiert, alles andere habe ich jetzt mal vorbereitet hier und ja, ich packe mir mal das Handtuch rum und wir fangen mit dem ersten Pad an. Wir haben hier insgesamt, habe ich die mal ausgelegt,
Das sind jetzt 2, 4, 5, 6, 7, 8 Durchgänge. 9, wenn wir wollen, wenn wir das Wattepad noch hinterher nehmen. Wir fangen jetzt erstmal mit dem 500er an. Man sollte darauf achten, dass die nach Möglichkeit mittig drauf sind. Dann schlägt das unter Wasser nicht so, weil die haben ja eine gewisse Drehzahl. Und grundsätzlich gilt hier bei dem Gerät, man kann es nicht oder man kann damit nicht zu viel Druck ausüben. Weil wenn man zu viel in irgendeine Richtung dreht, dann oder drückt, dann hört das Gerät auf zu laufen. Das heißt also, man muss jetzt keine große Angst haben. So, einfaches kleines Problem. Ich habe die Schraube nicht richtig angezogen. Ich hatte also eine Schraube locker. Also die Schraube hier am Teller war nicht richtig mit dem Gerät verbunden. Deshalb dreht es durch und deshalb hatte ich auch nicht den entsprechenden Druck. So, machen wir das Ganze nochmal. Ich kann übrigens hier durch Drehen an dem Knopf die Drehzahl verändern. Und ich habe den schon fast rausgeschliffen. So, jetzt geht es auch was besser. Und das ist jetzt das Wichtige, dass wir jetzt halt den Bereich, den wir schleifen, gleichmäßig bearbeiten. Und das auch mit allen anderen Pads im Anschluss machen. So, das lege ich jetzt hier oben hier auf Seite. Und nehme das nächste Pad, das ist ein 1000er. Und dann jetzt fangen wir jetzt an, den Bereich etwas besser zu bearbeiten. Na, das mit dem Kabel ist aber jetzt hier. So. So, seht ihr gerade, es eiert ein bisschen. Nicht richtig aufgeklebt. Also es ist definitiv einfacher für das Gerät auch. Hat dann mehr Laufruhe, dass man das nach Möglichkeit so sauber und zentral wie möglich aufbringt. Sie sehen Sie nichts. Warum Sie nichts sehen, sehen Sie gleich. Aber es ist definitiv schon mal trüb. So, und jetzt kann man da auch besser arbeiten. Ich setze das Gerät tatsächlich so an und lasse es nur ganz leicht arbeiten und gehe dann die entsprechende Schleifspur nach. Und jetzt zum Bereich bis 4000 haben wir definitiv noch eine Trübung drin. Und man sollte auch relativ lange, sage ich jetzt mal, nacharbeiten und sicher gehen, dass man alles getroffen hat. Weil ansonsten bleiben Schatten zurück. Die nachfolgenden Schleifpads können die tieferen Rillen nicht nachbearbeiten. Also es muss tatsächlich Stück für Stück das Ganze durchgearbeitet werden. Und das sollte nichts auslassen, ansonsten bleiben Spuren über. Und die wollen wir nicht. Und ihr seht schon, dass wenn ich ein bisschen zu fest aufdrücke oder den Winkel falsch halte, so zum Beispiel hier, dann hört das Gerät auf zu laufen. Gehen wir auf 2000. Und wie gesagt, ich übe fast keinen Druck auf das Gerät aus. Das läuft alles mehr oder weniger von alleine. Gucken, ob ich das Ganze hier rüberlegen kann. Ist ein bisschen besser zu sehen dann. Wieder unrund. Ja, das sollte gehen. Anlaufen lassen, leicht draufsetzen und dann hat man wie so ein kleines Rattern, was man da hört. Das ist dann das Arbeiten des Motors und je nachdem, wie viel Druck man ausübt, wird das ein kleines bisschen lauter oder ein kleines bisschen leiser. Aber ihr seht jetzt schon, dass wir dementsprechend hier den Bereich, dass es ein kleines bisschen heller wird, das seht ihr auch auf der anderen Cam.
Es ist immer noch gut zu sehen, definitiv. Aber was haben wir jetzt? Wir haben jetzt 2000er und da ist es definitiv noch nicht in dem Bereich, wo wir sagen können, dass wir jetzt sauber durchgucken können. Ich bin gespannt, ob ich jetzt hier richtig arbeite, weil ja, gestern, wie gesagt, habe ich ja einen Schleier verursacht. So, jetzt sind wir bei 3000. Anlaufen lassen. Aufsetzen, arbeiten lassen. Keinen Druck ausüben. Und dadurch, dass ich das Ganze hier eingegrenzt habe, kann ich hier vorne auch relativ gut den Bereich gut bearbeiten. Also für große Flächen ist es schon echt anstrengend. Also den Bereich, den ich hier oben bearbeitet habe in der Länge, das war schon so, wo ich gedacht habe, boah, das dauert dann schon ewig. Also man sollte sich echt den Bereich eingrenzen, immer Stück für Stück machen. Das geht einfacher, es ist übersichtlicher und vor allem man kann dann das Ergebnis dann anschließend besser beurteilen. Und es wird besser. Wir sind jetzt schon im Bereich, wo wir sagen können, okay, wir fangen jetzt an zu polieren. Beziehungsweise ab dem nächsten Pad, würde ich sagen. Jetzt muss ich selber mal das Ergebnis begutachten bisher. Ja. Aber da kommt noch was. Also es sieht schlimmer aus, als wie es ist. Und von vorne, wenn ich mal genauer drauf zoome, sieht es ja schon gar nicht mal so schlecht aus. Und das, was jetzt kommt, ist halt der Bereich, wo wir dann wirklich hingehen und sagen, jetzt polieren wir die Stellen vernünftig auf. Und wie gesagt, keinen Druck ausüben ist überhaupt nicht notwendig. Und jetzt gehe ich mit kreisenden Bewegungen, wie damals bei Karate Kid. Linke Seite, rechte Seite. Ich selber sehe hier von dem Kratzer schon gar nichts mehr. Also der Kratzer an sich ist raus. Wir gehen jetzt nur noch ans Polieren. Die Stellen halt, wenn man von der Seite schaut, nicht mehr zu sehen sind. Und das ist ja im Endeffekt das, was mir hier nach dem ersten Polieren aufgefallen ist. Das halt von vorne war alles tippitoppi. Alles ohne Probleme. Muss man Ergebnis hier mal ein bisschen kontrollieren. Das sieht gut aus. Da kann ich mit leben. Es müsste jetzt dahin gehen, wo wir das haben wollen. So, jetzt haben wir hier die 6000. Und es ist ja meistens so, dass wir halt bei unseren Aquarien das so haben, dass man halt von der Seite auch reingucken kann. Und das ist das, was ich sage jetzt mal hier, ja, nicht, wo halt nicht drauf geachtet wurde. Von vorne sah es top aus, ohne Frage. Aber halt von der Seite nicht. Da ich eine relativ schöne Seitensicht hatte, das hat man auch nicht beachtet. Haben wir nicht drauf geguckt, haben gesagt, jo, von vorne alles super, alles tutti. Und dementsprechend haben wir da nicht drauf geachtet. Und dieser Schleier ist dann halt ja, zu sehen gewesen. Wenn man jetzt größere Flächen bearbeitet, fällt das wahrscheinlich gar nicht mehr auf. Aber hier, mit dem Gerät, das ist ja eigentlich auch nur für kleine Stellen gedacht, ist es eben so, dass halt exakt genau diese Stelle, die man bearbeitet hat, einem dann halt noch ins Auge fällt oder gefallen ist.
Ich habe nämlich von der Seite, von der Couch aus gesehen, habe ich gedacht, hä, das ist aber komisch. Wie ihr seht, also ich bin nur ganz leicht, ich halte das Gerät nur und die Pads, die saugen sich selber mehr oder weniger an der Wand fest. Und mehr sollte man auch nicht machen. Das Gerät einfach arbeiten lassen. Ich noch mal kontrollieren, was ich hier mache. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste jetzt ein etwas hellerer Fleck an der Stelle sein, wo ich das abgezogen habe, genau oben rechts. Ja, und es geht schon in die Richtung. Es geht definitiv schon in die Richtung. Wir sind nicht mehr weit davon entfernt, dass es fast verschwindet. Also, Ergebnis, was ich gestern erzielt habe, sind jetzt, sage ich mal, 98%. Von außen definitiv nicht mehr zu sehen. Gerade von vorne drauf schauen. Und von der Seite ist das ein Hauch, aber wirklich ein Hauch. Also nichts im Vergleich zu dem, was ich jetzt vorher drin hatte. An Schleier. Ich glaube, ich suche das Bild auch nochmal raus. Und das hat alles wunderbar funktioniert. Was ist natürlich auch noch immer ein Eindruck von vorne ist, wenn man von der Seite schaut, ist der Belag jetzt hier an Salzwasser etc., der auf der Vorderscheibe noch ist. Der kommt ja auch noch hinzu. Von der Optik her, den sieht man ja auch noch als Schleier. Das heißt, ich muss also, wenn ich jetzt gleich das ganz sicher kontrolliere, die Scheibe sauber machen. Und dann dürfte hier so gut wie nichts mehr zu sehen sein. Ich weiß, das ist eine langwierige Angelegenheit und wahrscheinlich total langweilig für euch im Moment, zu sehen, wie ich hier den Schleifer schwinge und irgendein dummes Zeug erzähle. Nein, dumm ist es ja nicht. Es sind ja Tatsachen hier. Aber ich kann euch sagen, wenn man 3.500 € nur für das Becken ausgibt, dann sind diese 250 € hier Leihgebühr für das Gerät. Ein Tropfen auf dem heißen Stein, sage ich mal, und man kann das Becken wieder wirklich richtig aufhübschen. Also als ich gestern die zwei größeren Sachen hier wegpoliert habe, einmal den ich hier quer hatte, dann die Stelle, die ich nachgearbeitet habe, das war im Anschluss richtig, richtig schön zu sehen, sagen zu können, guck mal, jetzt ist es weg. Und jetzt ist alles wieder in Ordnung. Wie gesagt, man kann mit dem Gerät hier wohl auch Floatglas und Weißglas schleifen. Das sind aber dann die falschen Pads, da müsst ihr dann andere Pads für haben. Ich glaube, die hat New Wave auch nicht. Da müsst ihr euch mal mit dem Hersteller in Verbindung setzen. So, muss ich jetzt mal kontrollieren hier. Mal drüber gehen. Und wie gesagt, da bleibt dann nur eine etwas hellere Stelle, das ist dann der Schleifstaub oder ähnliches, was dann da bleibt. Ja, wir sind fast dran. So, und jetzt kommt das letzte Pad. Das ist noch nicht richtig hundertprozentig zugeschnitten, fast rund. Und daher eiert das auch noch ein kleines bisschen. Wenn ich es fest drücke, seht ihr, dann bleibt es stehen. Das ist dann die Sicherheitseinrichtung, dass halt nichts passieren kann. Dass man sich halt keine Linsen reinschleift. Deshalb sollte man den Bereich auch etwas größer wählen. Und nicht nur auf diesem einen Kratzer rumbringen. Da hat man tatsächlich wie so eine Art Linseneffekt. Und so ist das leicht. Da hat man eine Mikrovertiefung im Prinzip auf dieser Fläche. Wahrscheinlich selber.
mal das Ergebnis etwas genauer an. Und tatsächlich bin ich mit dem Ergebnis eigentlich ziemlich zufrieden. Machen wir das hier mal ein kleines bisschen weg. Machen einen kurzen Schnitt, ich mache die Scheiben sauber und dann sehen wir uns wieder. Ja, tatsächlich habe ich jetzt hier noch einen Bereich, genau da, wo ich markiert habe, der noch ein kleines bisschen verkratzt ist, wo ich jetzt nochmal mit den entsprechenden Pads nachgehen muss. Das erspare ich euch jetzt. Ich blende euch dann nachher das Ergebnis ein. Aber das ist halt eine Sache, da muss man dann auch aufpassen, dass man dann halt alles erwischt. Ja, kann eben passieren. Also, wir machen einen Schnitt, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich hiermit fertig bin. So Leute, ich mache nochmal kurz die Seitenkamera mit ein. Dann könnt ihr nämlich nochmal einen Blick drauf werfen. Ich habe jetzt nochmal den Bereich etwas größer abgesteckt. Den Fehler, den ich jetzt gerade eben gemacht habe, war, dass ich im Prinzip mit den Pads über den Bereich hier gegangen bin und den nicht vernünftig mitbearbeitet habe. So, als ich dann hier die Markierung abgemacht habe, habe ich dann gesehen, um Gottes Willen, da ist ja noch ein Schleier. So, also man muss wirklich darauf aufpassen, dass man dann dementsprechend hingeht und den Bereich, den man sich markiert hat, vernünftig einhält, weil man sieht es tatsächlich auf der Vorderseite überhaupt nicht mehr. Und ihr seht es auch auf der Seitenscheibe. Also ich habe das, die Stelle, den Kratzer, der ist definitiv komplett weg. Das ist Fakt. So, jetzt gehen wir nochmal eben hier mit dem guten Antistatikum drüber. Wir machen die Scheibe richtig sauber. So. Und das Einzige, was jetzt wahrscheinlich noch zu sehen ist, das ist ein Stück von außen, da muss ich gleich mal kurz dran. Dürfte der Bereich hier oben sein, der noch ein bisschen nicht so hundertprozentig ist, den werde ich gleich nochmal nacharbeiten. Aber dann habe ich auch, so wie es ausschaut, hoffentlich hier auf der Vorderseite alles erwischt. Alles in allem, ja, kann man mit dem Gerät gut arbeiten. Man muss sich ein kleines bisschen dran gewöhnen. Also schleifen ist nicht gleich schleifen. Ich als kräftiger Kerl würde jetzt mal sagen, oh, so, halt mal so richtig drauf, dann geht das auch schon. Nee, tatsächlich nicht. Leicht die Pads aufsetzen und die einfach ihre Arbeit machen lassen. Dafür sind sie gedacht. Und wenn man zu viel Druck ausübt, passiert überhaupt nichts. Beziehungsweise bleibt das Gerät ja im Endeffekt stehen. Ja, wenn ihr dann mit eurer Arbeit fertig seid, geht bitte hin, zerlegt das Gerät wieder, spült es unter Süßwasser aus. Die Pads sollten wieder mit zurückgeschickt werden. Bitte trocknen nach Möglichkeit oder kräftig auswringen und wieder zurück in die Tüte. Das gleiche mit dem Gerät, also nicht das Gerät nicht auswringen, sondern trockenlegen bitte. Dann wieder zurück in den Koffer, weil wenn das nass eingepackt ist, dann wird da drin dementsprechend hier die Auspolsterung wird feucht und alles und das muss dann längere Zeit stehen, kann dann nicht weitergeschickt werden, der nächste muss darauf warten etc. Ja, aber alles in allem, das ist eine super Lösung, die ich definitiv empfehlen kann. Und Kratzer, die man sich da reingehauen hat, gut rauszupolieren. Das kostet ein bisschen Zeit, Aufwand, man muss sich mit dem Gerät beschäftigen. Es funktioniert garantiert bei jedem auch nicht auf Anhieb, man braucht so 2-3 Anläufe, so war es bei mir auch. Aber es ist definitiv, funktioniert es. Und jetzt, wo ich dann herausgefunden habe, wie es genau funktioniert, also das hier ist wirklich nach der High-End-Feinschliff und der wird dann auch irgendwann jetzt in nächster Zeit bei den nächsten Verleihungen mit dabei sein, die 12.000er, das 12.000er Pad. Aber bis 8.000 kriegt man das auch schon sehr, sehr gut hin. Und wie gesagt, beim letzten Mal ist hier eine Kleinigkeit schiefgelaufen. Von vorne sieht man überhaupt nichts mehr. Das ist alles top. Da ist alles sauber. Und man kann es halt tatsächlich nur ein bisschen erahnen, wenn man von der Seite schaut. Aber das ist wirklich nur ein Erahnen. Und dafür, dass dann halt wirklich die Kratzer raus sind, ist das in meinen Augen hundertprozentig top. Kann ich eigentlich nur empfehlen. Däumchen hoch. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch das Ganze hier ein kleines bisschen näher bringen und hoffe, euch hat es gefallen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video hier geschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch. Euer Papa. Ciao.